Los fahren. So. Und jetzt sieht man, was ich alles verpasst habe. Oder nicht? Wie bewegt sich das eigentlich? Ich meine... Naja, man sollte es nicht hinterfragen. Ich meine, wie der Ball funktioniert, ist ja eigentlich auch... Wie nicht nur der Ball funktioniert, sondern die ganze Magie. Ach Gott, jetzt können wir uns das alles auch mal schön nochmal aus der Entfernung in Ruhe anschauen. Oder wir können uns wundern, dass hier gerade alles in die Luft fliegt. Oder auch nicht. Was ist denn da hinten? Das, da sieht so aus, als wenn da schon ein paar Leute auf uns warten würden. Vielleicht finden wir jetzt endlich mal mehr über diesen komischen Priester heraus. Das würde mich wirklich mal interessieren. Was der Priester nun für eine Funktion hat. Er vielleicht den Ball erfunden? Ist er vielleicht dieser falsche Gottkönig, von dem geredet wird? In dem Geheimnis, was wir zuletzt hatten? Ich glaube, wir kommen jetzt zu einer kleinen Audienz mit eben jenem Priester. Weil es sieht nicht so aus, als wenn wir gegen den und seine beiden Wächter irgendwas machen könnten. Es leuchtet wieder. Es ist wegen dem Priester. Und der Priester geht einfach weg. Das verstehe ich nicht. Wieso beobachten die mich nur? Oh. Eins von vier Geheimnissen. Das wird nochmal eine schöne Arbeit werden. Ja, ja. Ja, ja. Willkommen bei Kahua Nummer 2. Dies ist wahrscheinlich die Schmiede, in dem dieser Ball erschaffen wurde. Und ich springe gerade einfach mal, ohne es wirklich zu bemerken, über eine weitere Tellermine. Ist das nicht schön? Wir haben uns gerade für den rechten Weg entschieden. Aber... Woo! You're welcome. Nup, 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 nup. Bam, 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 bam. Und? Was für eine Sauerei. Wir haben einen ziemlich kleinen Torso. Naja. Und das war's mit dem. Fragen über Fragen. Was ist dieser Priester genau? Welche Rolle hat er? Wofür wurde der Ball eigentlich gemacht? Wer hat den Ball entrissen? Warum redet Johnny nicht? Warum hat Johnny keinen Namen? Warum will Wilson nicht mit uns reden? Alles Fragen, auf die wir nie eine Antwort erhalten werden. Eine kleine Tür. Und zwei groß. Kümmern wir uns erstmal hier drum. Das geht zu. Das dort hinten geht auf. Und das war eine dumme Idee. Was mache ich denn mit euch beiden? Au! Die haben also doch etwas Zeit. Okay. Was? Hier kommt ihr aber nicht durch, ne? Ihr seht schon ein bisschen dicker aus. Wisst ihr was? Ihr seht so aus, als hättet ihr die Rüstung... als hätten die Rüstung an wie die Leute bei Gears of War. Diese komischen Subwoofer-Rüstung. Seid ihr Locust? Ja. Das ist ja heftig. Interessant.
Du bist tot, du bleibst tot. Das ist sehr schön. Interessante Physik haben wir hier wieder. Elektrizität, hier brauchen wir Elektrizität. Okay. Wow. Ich habe mich erstmal wieder erschrocken wegen dem schwarzen Feld einfach. Aber die Kugel kriegen wir hier doch nicht durch, oder? Nicht wirklich. Aber ich soll hier rein. Okay, ich schaue mich erstmal noch ein bisschen um. Hier ist nichts von Belang. Na, wie geht's euch? Das waren bestimmt mal Footballspieler. Hier haben wir nichts. Ich muss den Ball irgendwie durchkriegen. Ich bin wirklich verwirrt. Ist auf der anderen Seite vielleicht noch etwas? Ach, ich habe gedacht, das wäre ein Ballschalter. Ich sollte öfter die Augen aufmachen. Auch gut. Wie lange hält das Zeitfenster jetzt? Naja. So funktioniert das ja schon mal ganz ordentlich. Nochmal rüber. Ja. Sehr schön. Ein Musterbeispiel. Kommt, kommt. Es ist genug für alle da. Aber wie kriege ich... Zu weit weg. Und der Strom ist... Achso, der ist noch an. Okay. Hallo! Ja, du bist sauer. Kann ich gut verstehen. Geh mir aus dem Licht. Ja, da guckst du, ne? Autsch. Ja, ist gut. Ein bisschen Schaden kann ich ja hinnehmen. Hui! Ziehen! Danke! Locken! So, auch wieder schön. So. Und nochmal dahin. Und nochmal rüberziehen. So, und jetzt müsste der erste sterben, wenn die wieder nur 3 Lebenspunkte haben. Jawohl! Tut mir leid, warum auch immer ich euch Schaden zufügen muss. Aber ihr wollt mich ja auch nicht durchlassen. Huhu, hier bin ich. Huhu. Komm doch angerannt. Ach, komm schon, Kollege. Ich trinke einen auf dich. Hier. Prost. Na bitte, komm doch. Abspacken pur. Und das sind die Eingeweide eines Lokust. Sehr schön. Und das heißt, wir haben jetzt eine neue Kugel bekommen. Einen neuen Companion Cube. So hießen die Teile ja. Puff. Und irgendwie springen die mir jetzt aber ein bisschen leichter, als ich es in Erinnerung habe. Was? Noch ein zweiter? Nun gut. Hopp. Und hopp. Hopp. Was muss ich machen? Das zeigt in die Richtung. Das zeigt in die andere. Wieder mal
ist es Zeit für Verwirrung. Ich nehme da erstmal wieder den Ball. Ab. Und versuche jetzt mal, die Teile auch zu elektrifizieren. Das funktioniert soweit. Sehr schön. So, wie weit darf ich die Entfernung zwischen... Ja, das ist wohl schon eine der weitesten Entfernungen. Gut, dann muss ich den auch noch rüberziehen. Ab. Weil dann muss ich den Strom von hier nach dort hinten bringen. Und den muss ich wahrscheinlich erstmal berühren. Yep. Ob das reicht? Na? Ist das schon ein ziemlich weiter Weg? Ach so, ich kann ja auch Schaden dadurch kriegen. Gut. Eine Lektion fürs Leben gelernt. Jawohl. Wir haben einen Mechanismus in Gang gesetzt und die Tür ist wieder auf. Gut, das heißt, dieses Teilrätsel hätten wir dann auch gelöst. Dann müssen wir, glaube ich, noch auf die andere Seite und ein ähnliches Rätsel machen. Was ich aber gut finde, ist, dass die so bei solchen Sachen hier eigentlich nicht zweimal das gleiche nehmen. Das ist recht angenehm. Dann wird das alles nicht stupide oder aufgesetzt oder gar recycelt. Ich meine, es ist offensichtlich, dass sich einige Aufgaben sehr ähneln, aber... Jetzt habe ich wieder was zugemacht. Okay. Gegnerinvasion. Ausweichen. Ausweichen, ausweichen, auf. In Minen laufen. Ich habe die noch etwas weiter weg erwartet. Wieso könnt ihr plötzlich ausweichen? Mensch. Das ist nicht fair. Gar nicht fair. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Ball eine Lore diesmal betätigen. Wodurch wir diese ganzen Triebwerke irgendwann ans Laufen kriegen. Und hier sind wieder mal haufenweise Telamin. Ist mir gar nicht gefallen. Ich habe, glaube ich, gerade irgendetwas klopfen gehört. Ach ja, den Ball brauche ich ja auch dafür. Gut, komm her. Ich brauche dich da oben drauf. Und heppa. Ach so, stimmt. Fährt ja dann alles von alleine. Betrachten wir unser Verderben.